Wir sind wieder zurück hier an den Gülleteichen von Echo. Ja, ich habe ein bisschen mehr Eisen eingeschmolzen, als wir hatten, weil ich war noch mal in unserer Mine drüben, habe da noch ein bisschen die den ganzen Schacht habe ich da noch ein bisschen aufgeräumter, noch mal gestaltet, dass das auch alles ein bisschen schöner aussieht, dass man das später auch runterfahren kann. Und ich habe jetzt, also wir haben jetzt, wie viele haben wir jetzt? Muss ich mal gucken. 179 Eisenerz. Ja. 179, einen Amboss habe ich auch schon gemacht und der ist aber noch nicht fertig. Ich fasse es ja nicht. Oh Gott. Und diese Schlacke, die macht mich echt fertig. Die Schlacke macht mich fertig, weil, das zeige ich euch mal im Flugmodus. So, Flü. Ja, wie man sieht, sie zeigt bereits volle Wirkung. Obwohl sie eigentlich unter der Erde ist, aber ich glaube, es ist nicht tief genug. Deswegen habe ich in der Mine habe ich jetzt auch ein Lager aufgestellt. Da ist momentan die Schlacke drin. Aber ich glaube, da verkeimt auch schon die Umwelt ein bisschen. Es sieht zumindest so aus. Also hier sieht das schon ein bisschen so aus. Also hier ganz besonders schlimm. Ist alles nicht so schön. Ja, also wenn man die nicht mehr unter der Erde lagern kann, dann... Ja, da ist sie nämlich. Dann hat das keinen Zweck, dann hat das keinen Sinn, dann müssen wir die halt, ja dann, ja, weiß nicht, dann müssen wir wohl, der Asteroid, der ist wirklich, der Meteor, der ist wirklich seltsam, ach so, Moment, wollte ich auch nochmal gucken, vielleicht sieht man es ja jetzt, der kommt ja gerade so schön auf uns zu, oder? Oder er nicht? Ja, wir warten mal kurz. Ich überlege gerade, ob ich mir den Crusher nicht per Konsolenbefehl hole, weil um den Crusher herzustellen, brauchen wir noch wesentlich mehr Bücher, die wir uns absolut gerade nicht leisten können, weil wir auch noch gar kein Kupfer gefunden haben. Ja, und das Herstellen solcher Bücher, das dauert nun mal auch eine Weile. Ist etwas ungünstig. Auf diesem Meteor, da kann man nämlich tatsächlich etwas sehen, wenn er die richtige Rotation dann hat. Müssen wir mal gucken, ob wir es sehen. Nee, sehen wir nicht. Sehen wir scheinbar nicht. Ach, schade. Schade, da ist nämlich ein Easter Egg drauf gewesen. Als ich die Welt erstellt habe, habe ich das gesehen. Naja, vielleicht taucht es noch irgendwann auf. Wäre schön. Müssen wir mal sehen. Naja, um den Crusher herzustellen... Jetzt muss ich mich erstmal wieder hier entfliegen. So. Um den Crusher herstellen zu können. Achso, Moment. Ach, dafür brauchen wir erstmal einen Amboss. Ja, ist vielleicht gerade ein bisschen ungünstig mit dem Amboss, aber gut, komm. Den stemmen wir mal kurz auf, weil dafür braucht man auch noch eine zweite Etage, weil das ist ja alles ein bisschen zu winzig. Und wenn ich den hier reinstelle, dann geht unser Housing Skill runter. Und das möchte ich auch nicht unbedingt. So, Amboss. Aber zum Zeigen, glaube ich, das geht da schon mal so. Ne, seht ihr? Hier, gleich um 10 runter. Gleich um 10 Punkte runtergegangen. So, mal gucken. Der Crusher braucht, dafür braucht man Schmelzen 4. Welchen Schmelzenstufe haben wir jetzt eigentlich? Schmelzen 3 ist das, glaube ich. Das hier ist, glaube ich, Schmelzen... Kannst du mal zeigen? Danke. Schmelzen Speciality. Crusher, Schmelzenstufe 3 und dafür brauchen wir auch Stahl. Und Stahl kriegen wir tatsächlich nur... von dem Hochofen, den ich noch gar nicht gefunden habe, wo er zu bauen geht. Aber ich glaube, ich weiß, wo man den bauen kann. Nämlich am Sägewerk. Ich glaube, den kann man am Sägewerk herstellen. Aber bevor wir das Sägewerk bauen, möchten wir erstmal eine zweite Etage haben. Also ich überlege mir das noch, ob ich den Crusher noch hole. Oder warte mal, Moment. Wie viele Punkte fehlen uns denn hier noch? Das sehe ich hier bestimmt nicht. Es sind nicht mehr ganz so viele. Also wenn ich den Rest aus dem Wagen da drüben herhole, dann könnte das vielleicht sogar noch was werden. Ach Mensch, ich kann mich nicht entscheiden. Ich will jetzt nicht cheaten, aber... Ach Mensch. Ich will auch nicht, dass das uns die Erde hier so wahnsinnig verkeimt. Guck mal, hier sieht man es schon. Ach, das ist ganz schlimm. Komm, den schmeißen wir erstmal wieder rein. Eieieiei.
Na komm, wir latschen mal kurz rüber, bauen noch ein bisschen Eisen ab. Mal gucken, was wir da noch so schaffen. Und dann schmeißen wir noch mal so ein paar Eisen noch mal in den Ofen rein. Dann ist es so. Aber Stahl, wo soll ich einen Stahl herkriegen? Das schaffe ich doch gar nicht mehr in dieser Aufnahmesession. Und ich möchte echt nicht, dass uns die ganze Erde hier wegqualmt. Das möchte ich nicht. Das muss nicht sein. Gut, der Planet ist groß genug, ne? Von daher, also es wäre auch nicht so dramatisch, aber naja, das wird schon ein gewisses Drehkreuz dort werden. Hier steht übrigens der Bollerwagen. 24, ja, ist nicht viel. Na komm, wir gehen nochmal in die Mine runter. Ja, alles nicht so gut. Ach, das ist alles so ärgerlich. Es wäre schön gewesen, wenn die Entwickler vielleicht nicht unbedingt nur Höhlen dafür meistern würden, Höhlen dafür zur Verfügung stellen würden, um diese Schlacke halt zu entsorgen, sondern auch Steingebäude, wie es nämlich auch in der Beschreibung drin steht, dass man die angeblichen Steingebäuden auch entsorgen könnte. Klappt aber nicht. Klappt nicht. Ja. Hat bei Version 7.8. Schlag mich tot, irgendwas schon nicht geklappt. War nicht so toll. Komm, wir holen das Eisen hier noch raus aus der Wand. Weil es so schön ist. Okay. Nehmen wir den auch noch. Ach so. Ja, natürlich. Zack, so. Das ist auch noch ein bisschen Eisen. Zack, zack. Da kommen wir nicht dran. Da kommen wir schon dran, aber nicht mehr zum Abbauen. Zum Kleinhackeln. Vor allem Hackeln. Zum Kleinhackeln. So. Na, den wollen wir auch nochmal ein bisschen klein machen. So, alles klar, schön. Na, es wird ja. 64 haben wir schon. Ich glaube, mehr als 100 brauchen wir auch nicht. Ich bin immer noch über dem Lager. Ich fasse es ja nicht. Gut. Nicht gut. So ist besser. Immer noch nicht gut. Lass mich dich zerschlagen. So vielleicht noch. Komme ich da irgendwie dran? Da irgendwie. Ach, zeigefreudig ist er wirklich nicht. Doof. Das ist alles nicht so klug gerade, wie ich das hier so mache. Ja, natürlich. So, her damit. 70. Na komm, das kriegen wir noch irgendwie hin. Bestimmt auch ohne Konsole. Das müssen wir irgendwie noch schaffen. Ich weiß, Frank, du hast mir vorgeschlagen in den Kommentaren, dass ich mein Werkzeug auch mit dem Konsolenbefehl Durability auch reparieren könnte. Ja, den Befehl kenne ich. Ich habe ja durchaus eine Befehlsliste. Möchte ich nicht nur nicht so gerne, weil das würde das Ganze etwas zu sehr vereinfachen. Dann bräuchte man ja gar nichts mehr. Das wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu leicht. Das möchte ich, glaube ich, nicht. Kann ich da noch draufhauen? Das wäre schön. Och, Mensch. Gut. So. Und. Oh, schieb ab. Alter. So, jetzt aber. Toll, jetzt fällt es auch noch durch. Haben wir wieder durch. Was ist das da? Was denn das? Was ist das? Was ist das? Das sieht aus wie Stein, aber Stein gibt es doch hier angeblich gar nicht mehr. Ach Mensch, diese Steine hier. Mann. So. So. Komme ich da? Nein, natürlich komme ich da nicht dran. Ich will aber dran. Mann. Ich will da dran. Ich muss da dran. Ist das grün? Nein, ist nicht grün. Alter. So. Nein, immer noch nicht. Ach, 100. Wir haben schon voll. Da haben wir schon voll. Alles klar. Immer über diesen Dreck hier noch rüber. Gut. Dann haben wir noch mal ein paar Erze noch gesammelt. Aber die können wir eigentlich noch mal in den Bollerwagen reinschubsen. Die Spitzhacke ist erst weniger als die Hälfte defekt. Finde ich gut. Das ist doch schön.
So, dann komm, wir gehen nochmal in die Mine rein, an diesem wunderschönen Wüstenmorgen. Was ist denn das? Hä? Ach, ich frag gar nicht. Ich frag lieber gar nicht. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Hier sind sie runtergekommen. So. Na komm, jetzt sammeln wir erstmal diesen ganzen Schrott nochmal auf. Achso. Ja. So, damit wir den ordentlich erstmal wegpacken können. Ach, stimmt, stimmt. Da wollte ich mal gucken, was das ist. Was ist das? Was bist du? Was bist du? Was? Hallo? Ach, Mann. Noch ein Block. Das möchte ich gerne mal wissen, was das ist. Granit. Granit. Ist Granit. Alles da. Granit ist gut. Damit können wir auch was machen. Mir fällt gerade noch keine Möglichkeit ein. Und Granitziegel kann man machen. Man kann aus Granit noch Sand noch malen. Das kann man auch machen. Wichtiger wäre mir aber jetzt erstmal die Kohle. Die Kohle. Weil mit Kohle kann man besser die Öfen befeuern. Schauen wir mal. Vorzugsweise mit Barkohle. Also, ne? Bargeld. So, schauen wir mal hier. Ja. Das ist ja sehr schön. Na komm, komm. Wir passen den ganzen Kram mal ab, dass wir auch besser an die Kohle, ans Eisen dran kommen. Mensch, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich erzähle. So. Das wird bestimmt auch bald ein Ende haben, diese halben. Bestimmt. So. Da ist schon nichts mehr. Hier noch. Hier ist noch. Ja, von mir aus. Hier ist auch noch Eisen. Da nicht. Da schon. Hier ist noch ein halber. Und da ist noch ein halber. Und da ist noch ein ganzer. Und da ist sonst nichts. Hier ist noch was. Das nehmen wir auch mit. Und zwar gerne mit Kusshand. Und hier ist noch ein bisschen Eisen. Da ist noch ein bisschen Eisen. Da ist noch ein bisschen Eisen. Eisen. Noch mehr Eisen. Ach, schön. Gut. So. Ich werde, glaube ich, gerade verschüttet hier. Das ist gerade nicht so angenehm. Gut. So, los, raus. Nochmal hoch. Und hier erstmal hochstapeln. Hinstapeln. Was ist denn das wieder für ein Gerumpel und Geschepper hier? Mann. Diese Nachbarschaft. So. Natürlich. So. Müsste so. Ach, hier. Guck sie dir an. Hier liegen sie rum. Faul in der Sonne. Gut, komm. Nehmen wir natürlich mit. 3 Stück. Gut, besser als nichts. Die kommen nämlich aus unten. Aus der Mine hier. Die noch recht schmal ist. Also die wird noch um einiges größer gemacht werden. Und irgendwann stehen da auch solche Lager drin. Keine Sorge. Wir haben jetzt übrigens noch 5 Lager. Ich habe ja welche hergestellt und dann habe ich noch welche hergestellt. Ich weiß noch nicht gerade wann. Weiß ich nicht. Hier noch. 50. Also 100er, das können wir nochmal machen, ne? Ein 100er, komm, machen wir. Sah von oben aus wie Sandstein. Sowas, Frechheit. Gut. So, den noch. 66, mit 66 Jahren. Gut, ist ein bisschen weit weg. Da komme ich überall nicht dran, Mann. Ach, das ist ja wieder furchtbar. Gut, dann nehmen wir hier. Deckenerze, warum nicht? So, hier noch und da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Und ich glaube, dann reicht das bestimmt auch schon. Na, noch nicht ganz. 14? Wieso 14? Das lässt sich doch ganz schlecht durch 4 teilen. Wahrscheinlich sind wieder 2 oben irgendwo landet. Da mal. So. Und der auch noch, bitte. Danke. Wäre schön. So, und die anderen beiden finde ich wahrscheinlich oben.
Gucken wir mal. Lass mich raus. Dankeschön. Gut, Spitzhacke ist nicht in meinem Arsch. Glücklicherweise bin ich echt froh drüber. Gucken wir mal. Wo ist denn jetzt hier? Da oben drauf vielleicht? Mal gucken. Da können wir tatsächlich mal gucken, ob das vielleicht nicht da oben drauf gelandet sein könnte. Könnte. Hätte sein können, ist aber nicht. Wo ist denn jetzt das Eisenerz? Ja, da ist auch noch was. Das lassen wir aber hier oben tatsächlich. Oberflächeneisenerz brauchen wir gerade nicht. Das würde, glaube ich, zu sehr hier die Optik verschandeln. Denn ich habe ja noch ein bisschen was vor mit dieser Wüste. Deswegen möchte ich die auch nicht unbedingt so verkeimen. Oh, das sieht echt schlimm aus. Oder ist das die Textur? Und mir scheint das nur gerade so, weil ich vielleicht Hallos habe. Ich weiß es nicht. Raschel, raschel. Da sieht das aber auch so keimig aus. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich hoffe, es wird nur keine böse Überraschung geben. Das wäre echt nicht so geil. Schauen wir mal. Wir laufen erstmal wieder zurück. Mit 100 Eisenerz in der Hosentasche. Hallo, Kanickel. Der, du bist ein Hase. So, dann... Oh, komm, wir gehen mal hier ein bisschen hier mal lang. So. Natürlich, da kuschelt sich wieder ein Elch ins Gras. Ja, was Pity Hirsche. Ja, was sind es nun? Sind es nun Hirsche oder sind es nur Elche? Och Mensch, die Entwickler können sich auch gerne mal entscheiden. Ach hier, ich sehe, wo mein Teich ist. Man kann es an dem platten Geäst da oben erkennen. Toll, da habe ich mir die Nase aufgehauen. Aua. Gut. Ja, nicht gut, aber... So, na komm, schmeißen wir nochmal 100 Erz in den Ofen. Und hoffen, dass wir dann Skillstufe 4 noch erreichen. Das wäre schön. Das wäre echt schön. So, Pova, wie viel haben wir noch drin? Pova 7, das ist nicht mehr allzu viel. Pova 7, zack, das kann man nicht durch 8 teilen. 10, doch kann man durch 8 teilen. 13, ist nicht gerade viel. Ob das reichen wird? Na, könnte sein. Mal schauen. Komm, jetzt bauen wir erstmal hier oben gleich die zweite Etage fertig. Das Gebäude fertig, wollte ich ursprünglich sagen, aber das Gebäude ist ja eigentlich fertig. Wir wollen ja nur noch eine zweite Etage haben. Ja. Und ja, ich habe Kalksteinziegel gemacht, weil mit dem Kalkstein habe ich was vor und wer aufgepasst hat, dem ist wohl aufgefallen. Ach, ich sollte nicht so schnell sprechen. Es ist echt schlimm. Erstmal die Worte im Kopf ordnen. Wer aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, dass hier vorher drei Rampen standen, die jetzt nicht mehr hier stehen. Aber ich weiß beim besten Willen nicht, wo ich die Steine dazu hingepackt habe. Ich weiß es nicht mehr. So, das nehmen wir mit. Haben wir jetzt hier noch ein paar Steine. Ich hoffe, das reicht alles auch. Das wäre schön, aber ich glaube, es wäre des Zufalls zu viel. Also 100 Steine reichen auf gar keinen Fall für mein Vorhaben. Ansonsten muss die zweite Etage halt etwas kleiner werden. Wird sie wahrscheinlich auch, weil allein schon mal das Lager da hinten steht. Schauen wir mal. Müssen wir mal gucken. So, zack. Nicht ins Loch fallen, bitte. So. Hi. Machen wir einfach so dicht. Komm. So, dann... Ja, das geht ja schon. Das geht ja schon einigermaßen gut. Und hier oben brauchen wir ja keine Türen. Hier brauchen wir nur Fenster. So. Fenster. So. Noch ein Fenster vielleicht. Und ja, Zweierfenster. Das passt. Das passt. Und hier haben wir auch noch ein... Nein, hier sollen doch keine Zweierfenster rein. Maki, hier kommen keine Zweierfenster rein. Hier kommen einer Fenster rein. Genauso. Genauso. Und nicht anders. So. Hier noch ein Zweier. Und hier ist ein Zweier. Alles klar. Sehr schön. Dann kommt hier nämlich schon... hier fehlt doch was.
Mir fehlt doch was. Natürlich fehlt dir was. Na, rate mal was. So. Kommt hier schon die letzte Wand drauf? Wir haben immer noch 40 Blöcke. Ist doch fantastisch. Das ist ja mal irre. Hammer. Carry on. Ist ja irre. So, das lassen wir hier offen, damit wir auch oben nochmal drauf kommen können. So. Zack. 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 So. Jawohl, es wird doch, es wird doch. Wenn ich nicht hier mit meinem großen Zehennagel wieder hier überall in den Fugen hängen bleiben würde, wäre es echt schön. Aber was willst du machen? Die Dinger, die wachsen echt wie hier das Unkraut. So, jetzt holen wir uns am besten nochmal ein paar Steine. Moment. So ist vielleicht, so geht's schneller. So ist leichter. Ja, ich weiß nicht, ob das noch reicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube fast, das wird so nicht reichen. Ah, schauen wir mal. Müssen wir mal gucken. Ansonsten weiß ich nicht, hab ich da unten noch ein paar? Ne, da habe ich auch nichts mehr. Ach, sag mal. Natürlich. Erstmal schön mit der Wand hier die Fugen nachziehen. Mit der Wand. Mit der Nase die Fugen nachziehen, wollte ich sagen. Ja, das ist jetzt dumm. Das ist jetzt... Okay. Gut. Sorry. So, jetzt aber zu. Und dann war's das. Ach, hier muss ja auch noch eine Teilwand. Eine Teilwand. Willst du mich verarschen? Die Finger da weg. So. Gut. Jetzt geht's hier weiter. Na, ich glaube, es wird nicht reichen. Ich glaube, es wird nicht reichen an Steinen. Aber ein Versuch ist es, na, ist es wert. 50 Steine. Ah, es wird knapp. Das wird knapp. Das wird zu knapp, glaube ich. Ich glaube, es reicht alles nicht. Nee, wie denn auch? Wie denn auch? Wir haben ja hier, wir müssen ja hier alles voll machen, ne? Ich meine, wir können einmal drumrum, das wäre sinnvoll, dann brauchen wir nicht ständig die Wand aufreißen, glaube ich. Und dann können wir die Schmiede notfalls auch nächste Folge fertig machen. Denn bis dahin muss ich sowieso wieder Steine wieder kloppen und herstellen und tralala. Na, dauert ja alles ein bisschen, ne? Weißt du. Ja. Glaubst du es denn? Ja. Ja. So. Da noch. Ja, nee, das reicht alles nicht an Steinen. Leider reicht es nicht, aber wenn wir hier tatsächlich den Bereich hier fertig machen, dann können wir dann von hier unten alles zuziehen. Das können wir machen, das machen wir auch. So und so. Ich glaube, so war das, ne? Ja, so war das. Träumchen, Träumchen, Träumchen. So, jawohl. Jawohl. Ah ja, schön, 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 schön. Was ich Depp eigentlich schon mal längst hätte machen können, oder? Hätte ich das machen können? Ne, hätte ich nicht. Dafür brauchen wir einen Amboss. Gut, der funktioniert leider noch nicht, mangels Räumlichkeit. Aber den können wir eigentlich schon mal da oben hinstellen. Machen wir auch nochmal in dieser Folge. Hier ist die Treppe. So heißen die Leiter. Die Leitern Christi. Das sieht irgendwie bedrohlich aus. Gut. Mal gucken. Ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, den Amboss tatsächlich hier hinzustellen. Das bleibt hier übrigens alles nicht, ne? Das bleibt nicht das, was es ist. Von daher, bitte nicht wundern, wenn das hier alles so ein bisschen unkoordiniert steht. Ja, 0,8 von 0. Ja, 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 ja. 0 Quadratmeter. Ja, Raumanforderung. Bla, bla, bla. So. Wie lange brauchst du noch? 14 Minuten 5 Sekunden. Das heißt, in der nächsten Folge können wir auch die Tailings schon mal wegbringen. Habe ich überhaupt noch Steine? Müssen wir mal gucken. Ach hier habe ich die Straßensteine hingeschmissen. Auch gut. Ist ja auch nicht schlecht. Remont ist. Das soll alles nach oben. 14 Steine. Ja, wow, das wird uns echt weit bringen. Da werden wir echt weit mitkommen. Mit 14 Steinen. Wow. Ich bin echt begeistert. Vor allem, ich komme hier gar nicht mehr raus, oder? Na doch, hier lang. Hier lang. Hier kommen wir raus. Das ist gut. Na komm, dann machen wir in der nächsten Folge hier unten im Keller weiter und dann kloppen wir ein bisschen hier
Die Wände, was ist das denn? Oh, das ist schon der Sand, der so verkeimt ist. Ist ja widerlich. Okay, also bis zur nächsten Folge Echo, sage ich erstmal. Und dann machen wir hier unten weiter. Also, tschüss.